Tschüss. Diese Pilze, sie sind immer noch da und da ist nichts dahinter. Mann. Jetzt einfach mal mit unter. Okay, wir gehen einfach runter, bis wir Schaden nehmen. Aber vielleicht taucht ja die Münze auf. Wenn wir weit genug mit runter gehen. Ach, jetzt, ja, verdammt. Ich dachte, wir können uns hier eine Aufgabe abholen, aber die Augen sind noch hier. Ja, ja, ja. Verdammt, hä? Welchen Zweck haben diese blöden Pilze? Ich kann nichts sehen, liebe Kamera. Ich. Uje. Hey. Wir haben die noch nicht aufgesammelt hier? Oh Gott, habe ich nicht gespeichert gestern? Was sagt ein Kartos? Alle Meter, die wilden Pfaden sind wieder da, wie wir alles machen. Rein spaßhalber. Nö. Nee. Nö, 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 wir haben Gold zu tun, Kartos, tut mir leid. Puh, okay, wir haben doch gespeichert. War ich gerade ein bisschen so. Achso, die Tür ist ja auch noch zu. Alter, bist du gerade von drinnen gekommen? Klopft an. Ich mein's. So, dann gibt's hier aber auch nichts. Hä? Geht sie schon die ganze Zeit hier? Ah, was? Ah, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Und ihr nicht, und ihr nicht. Geh weg. So, einmal. Eins. Wir können mal ganz kurz Sonicum wechseln. Ja. Und zwar auf. Spüre, wenn Seitenobjekte in der Nähe sind. Mit dem Tonikum soll ich leicht noch vorankommen. Ja. So, jetzt gibt es hier einen direkten Weg. Aber das ist doch die Aufgabe von gerade, oder? Genau, das ist die Aufgabe von gerade. Warum bin ich denn nicht hier lang gelaufen? Ich weiß doch ohne. So, egal. Jetzt sollten wir ja spüren, wenn diese blöde Münze in der Nähe ist. Da unten ist ein Schmetterling im Wasser. Hier ist ein Idiot, der herumsteht. Hier sind Augen. Ach, kommt schon. Ich, diese Augen. Oh, krass. Ja, komm. Wenn du schon mit herkommst, kriegst du ruhig, ne? So. Ich guck mal unter Wasser. Und vielleicht ist die blöde Münze ja doch hier. Da waren wir schon drin. Ich kann mir es zwar eigentlich nicht vorstellen, aber. Hier mussten wir als Fisch rein. Hier war noch dieser eine Raum mit der Glasscheibe, die wir nicht kaputt gekriegt haben irgendwo, ne? Sumpfstation. Genau, das ist doch hier. Wie geht denn das? Hat da gerade jemand. Ihr pfeift doch hier. Das haben früher die. Ach Quatsch, Speicher.
wie soll ich sagen, die Ghostwriter bei Banjo-Kazooie gemacht. Die haben immer gepfiffen. Wenn man die leichter findet. Jetzt habe ich nicht pfeifen gehört. Oh, krass. Hier habe ich keine Lust. Wie zum... Aua! Oh, krass, so viele, ey. Zum Teufel kommen wir da hoch. Auch noch so ein Ding. Verdammt. Das nervt mich. Wir gucken jetzt erstmal nach der blöden Münze. Hier war auf jeden Fall keine Münze. Verdammte Kacke, ey. Ich glaube nicht, dass die Münze hinter einem Gang ist. Sie ist 100 pro irgendwo direkt hier. Ich kann doch mal hier reingucken. Ich glaube, da war einfach nur ein Peachy drin, oder? Gar nichts sonst. Wir sind in der Blase. In der gefotzten Blase. Ich finde das immer noch echt übel verstörend, so ein bisschen. Was soll denn die blöde Münze sein, ey? Nein! Ich will aber jetzt auch nicht wegen der Münze hier googeln, ehrlich gesagt. Immer probier wieder hier ganz in der Nähe. Kann ich auf den. Ja. Freunde, immer gefunden, gleich so hier. Also hier. Ja. Hat er was mit die drei blöden Pilze zu tun? Ja, bin mir so sicher, dass er mit die scheiß Pilze zu tun hat. Jetzt die Fähigkeit. Ich gehe nochmal auf die Pilze. Was denn sonst? Das ist ja hier nicht. Ist aber auch nicht, wie sich das mit dem Geheimnis jetzt so äußert. Scheiße. Guck nochmal da hoch und wenn wir da jetzt nichts finden, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die nächste Welt. Ja, komm. Mir ist auch nicht, sie waren ja schon mal. Hier ist nur Levelende. Hier laufe ich hoch. Nein, ich will runter. Aber was? Bei uns fehlt. Uns fehlt auch noch der Energieschub hier in dem Level. Wüsste ich jetzt, wie ich halt ohne wo schauen soll. Na gut, wir gehen mal raus aus dem Level. Zum Knotenpunkt zurückkehren. Wüsste ich, dass du die zur Hubwelt zurückkehren willst? Der Fortschritt wird gespeichert. Ja. Scheiße.
Die hat mich jetzt übelst, dass ich nicht weiß, wo die blöde Münze ist. In der zweiten Welt war es ja easy, in der ersten Welt haben wir auch lange gebraucht. Wir haben es beim ersten, beim ich das relativ spät gefunden sogar. Ein paar Mal danach gesucht. Und diese blöden drei Pilze. Die irritieren mich extrem. Was wollt ihr nie von mir? Geht doch einfach mal woanders hin. So. Ich will aber vor allem, wie ich die blöde Fähigkeit mit der blöden Kamera habe. Geht auf jeden Fall hier lang. Hallo. Dann geht's da hoch. Geht's da hoch. Es geht da hoch. Ja, danke schön. Und ab. Was ist das denn? Achso, das ist jetzt praktisch von Welt 3 direkt daher. Aha, okay. Welt 4 und 5 da lang. Gibt es hier oben noch irgendwas? Ich hätte da oben in der Ecke was gesehen. Ich kann es da hochziehen. Aber ich glaube nicht, dass das bringt. Sich da hochzuziehen. Toll. Nö, bringt. Bringt jetzt so nicht viel. Wir können dann noch Kamera. Hier runter. Und von hier aus könnte man dann wieder da hoch. Ich sehe nicht. Na gut, gehen wir mal hier weiter. Oh, krass. Entdeckte versteckte Schmetterlings. Was? Die Worry Towers, hä? Oh nein! Nein, Dr. Quack will uns foltern! Motive, Schatzmassacke, alle im Werder. Ja, Mann, doch. Oh Mann, Mann. Okay, mal gucken, ob wir aufgepasst haben. Oh nein, nicht schon wieder. Ich habe überhaupt nicht aufgepasst. Oh, ist auch näher. Wie üblich gibt es 10 Fragen, die korrekt beantwortet werden müssen. Und nur 3 Leben. Quack. Und jetzt macht euch bereit für ein paar vernichtende Fragen. Oh Mann. Diese grauenhafte was Flaschenverkäuferin Wendy, wie viele Tonika hat sie? Oh, ich weiß es nicht, 25? Nichts da, wie seid ihr überhaupt so weit gekommen? Jetzt muss ich drücken, jetzt kann ich mal ganz kurz mal das Mic muten. Kommen wir da?
Und für alle, die sich wundern, ich habe jetzt nicht nach der Lösung geguckt. Ja, ich habe mir nur schnell mal den YouTube-Live-Chat aufgemacht und der war auf einmal weg. So, nichts da, wir sind überhaupt so weit gekommen. War das jetzt richtig? Die verstörende Blase, mit der ihr euch unter Wasser bewegt, wie heißt sie? Furziblub? Kumpelblase, Seifenblase, Badeblase, Kumpelblase ist das. Mist, ihr habt die Antwort bestimmt gelesen. Sie sich in meinem Glas spiegelt. Ja, ja, genau, Dr. Quack. Das haben wir gemacht. Peaches, legales Eigentum von Hivori Towers. Ja, wie viele habt ihr insgesamt? Ich glaube 38. Was? 5-6? Uch, das war die schwierigste Frage. Achso, insgesamt, wie viele wir generell schon hatten? Muss aber mal. Hätte ich das schneller gewusst. Ich war ein bisschen verwirrt. Dieses Bild, wo wurde es gemacht? Kapitel Petruso, Rampus Tempel, Rextros Spielhalle. Sabalu, die Fragen sind eindeutig zu einfach. Habe ich jetzt nur durch die bunte Wand einmal mal geraten? Wie lange habt ihr gebraucht, um bis hierher zu kommen? Über 11,5 Stunden auf jeden Fall. Und da ich jetzt schon 2 Stunden oder knapp 2 Stunden aufnehme, sagen wir mal 11, 12, 13 Stunden irgendwas. 13 Stunden, 2 Minuten, ja. War die einzige sinnvolle Antwort. Ah, das war sicher nur glücklich geraten. Ich finde es cool, dass das praktisch so interaktiv ist. Verflixt und zugenäht, eine superschnelle, korrekte Antwort. Das gibt 2 Punkte. Ich hoffe, der Endgegner ist Quiz. So langsam, so nostalgiemäßig. Ich finde das cool, dass man hier über das Spiel immer abgefragt wird. Diese furchtbar schlecht geschriebene Figur Clara, was müsst ihr für sie im glitzerfrostigen Gletscher retten? Den Topf. Ihren Topf. Nein! Nein, ich wollte auch in die Mitte! Was für ein Pech möchtet ihr den Telefonjoker benutzen? Nein. Verdammt. Dieses Bild, wo wurde es gemacht? Frostig Labor, das sind die Iglodorf. Warum geht er ganz runter, wenn ich nach unten drücke? Oh, gleich kommt die nächste Frage. Ich habe zweimal gedrückt, ich war aber beim ersten Mal drücken schon ganz unten. Dieses Bild, wo wurde es gemacht? Ja, auch unter Wasser im Frostding. Unter dem Palast bei den Iglos. Unter dem Palast. Uff, ich hoffe, ihr schaut nicht insgeheim auf sein Handy. Nein. Okay, eine Frage noch. Dieser Charakter, wer ist es? Wally oder so heißt er. Nee, Planka. Wally war da einkaufen. Warum biete ich mehrere Antwortmöglichkeiten? Wenn du bloß eine bieten würdest, wäre das doch doof, ne? Oh, verdammt, ihr habt mein letztes Quiz bestanden. Oh, plus 2, Gott sei Dank. Jetzt können wir uns in den nächsten Welten vergnügen, ohne all diese Sammelobjekte zu zählen. Ich werde Rache üben. In diesem Spiel oder dem nächsten. Muah. Ich bin zwar kein Freund von die Quizze, aber ist schon ganz lustig. Auch bei Banjo-Kazooie hat mich das geärgert. Ich habe da viele falsch gehabt. Hivori Towers. Wo kommen wir denn jetzt raus? Jetzt wieder am Hof? Oder ist das ein anderer Ausgang? Oder Hinterhof oder so? Was haben wir denn jetzt? Du bist lecker, du bist auch lecker. Oh, komm, diese blöden Laserviecher. Da fliegen wir noch ganz gekonnt oben drüber. Da geht's zu Welt 4 und 5. Da geht's zu Welt 5.
Das sieht aus, als ob wir da nicht durchkommen. Da brauchen wir bestimmt Fähigkeit auswählen. Ja. Nein, keine Augen. Keine Augen. Ah, ich hasse Augen. Augen sind so furchtbar. Da geht's. 4 und zu 5. Das könnt ihr mal ein bisschen hinmachen. Ich bin mit einem anderen Wirtschaftskriminellen zum Golf verabredet. Ja, entschuldige bitte. Es tut mir sehr leid, dass wir dich aufhalten. Und ich höre diese blöde Biene schon ankommen. Aber wir gehen einfach schnurstracks geradeaus zur Welt Nummer 4. Was? Hä? Wir haben gerade das Schild gelesen. Aber man kann die Schilder lesen. Ja. Und wir kriegen eine Fähigkeit. Umsonst. Ja, ich kann es vergessen. Ist ein Farbeimer. Hey, Tausas, mein Freund. Was hast du Schönes? Willkommen. Wie ich sehe, habt ihr mein ganz besondere Zweigstelle erreicht. Schöne Aussicht, was? Ich hoffe, wir müssen das nicht extra bezahlen. Also normalerweise zahlt man ja für die Aussicht drauf, ne? Aber ich glaube, Tausas ist so nett. Ist schon ein Fuchs bei den Geschäften, aber ich glaube, so ist er nicht. Ihr nähert euch dem fehlenden Buch, aber ohne mein nächstes Gratis-Manöver werdet ihr es nicht erringen können. Mit dem nächsten Trick werdet ihr Gunst der Tarnung meistern. Sie half mir zum Beispiel, als ich mich in Kapitalschuppen geschlichen habe, um mir Gartengerätschaften auszuborgen. Weil ein Dieb ist es auch noch. Haltet einfach und drückt B, um das Tarntuch zu verwenden. Boah, bin ich ja wieder müde heute. Danke, Tausas. Wir werden es mal ausprobieren. Exzellent. Denkt an alles, was ich euch beigebracht habe. Dann ist euch der Erfolg gewiss. Okay, I und B. Ja. Kann ich das abbrechen? Mit Springen. Mit einer Attacke. Sehr schön. So kommen wir an die Kameras vorbei. Heißt, wir können uns rein theoretisch 3 Peaches direkt einfach holen. Finde ich sehr nice. Aha, ja. Sehr geil. Ich glaube, das werden wir öfters gebrauchen. Und dass der hier liegt, ist doch kein Zufall. So schon. Tschüssi. Du kriegst nicht als Schrott rum, rein zu dieser Spot. Ja, ja, ja. Dieser blöde. Weil das ist ein Zufall. Den müssen wir doch irgendwo hinbringen. Was fliegt der eigentlich so? Wenn wir die fliegenden Bücher hier sehen? Da werden sie angesaugt. Na gut. Da ist der Ball. Hey, Kollege! Das war jetzt nicht so. Was ist das? So, brauchen wir wieder die Fähigkeit. Da geht's dann zum nächsten Buch. Ich nehme an, wenn wir den Knopf hier drücken. Alter, was ist das alles noch? Krass. Hey.
Oh, diese Kamera, ne? Meine Güte, ey. So, Schluss jetzt hier. Alter, wo geht's denn überall noch hin? Ach, da hoch? Alter, da geht's dann noch hoch. Was könnten wir denn hier drauf? Aber ich vermute mal ganz stark, dass wir da Fähigkeiten aus dem vierten Level brauchen. Deswegen würde ich sagen, bewegen wir uns auch einfach mal in Richtung viertes Level, oder? Nicht zu lassen. Das Boom bloß mit den Augen. So, B. Jetzt geht's nicht mehr zu, schade. Ich wollte mal wissen, was passiert, wenn wir da drinnen stehen und wir lassen das zugehen. Und ist das jetzt ein Casino? Ich meine, cool wäre es ja, oder? Und bis jetzt sieht ja alles danach aus. Wir holen uns mal noch die Schmetterlinge hier. Die sind nämlich sehr lecker. Und die Chips auch bewegen? Nee. Jetzt hier noch irgendwo hoch. Nö. So. Na dann, wie viel Pages? Ihr braucht 10 von uns. Ja, lächerlich. 10. Alter. Wir haben wieder 38. Wir haben genauso viel wie vorher. Wir haben so viele eingesammelt, wie wir ausgegeben haben. Und da fehlen ja definitiv noch welche. Mindestens 2 von Dextro. Ja, 2 von Dextro auf jeden Fall. Und auch 1, 2, 3 Pages, die wir uns auch sofort holen könnten mit der neuen Fähigkeit. Denkt dran, ihr könnt diese Welt erweitern, sobald ihr 11 Pages gefunden habt. Stellt euch einfach auf den Großwälzer-Schalter, wenn ihr bereit seid. Wir werden drüber nachdenken, Flugblatt, aber ich weiß nicht, ob Yoka den Herausforderungen einer erweiterten Welt gewachsen ist. Alter, Lehrer, ne? Du bist ganz schön frech, mein Fräulein. Oh yeah, neue Welt. Und ab rein. Oh yeah, aber ich werde erstmal einen Screenshot machen und einen Schluck trinken. Bin sofort wieder da.